Mühlhausen bei der Feuerwehr und hat das Hobby, ich sehe ihn ab und zu hinten mal schrauben, wenn ich bei seinem Freund, wo er schraubt, ab und zu mal alte Brötchen hinbringe, altes Brot hinbringe für die Schafe. Also, erzähl mir mal ein bisschen was über dein Modell und mit wem wir es hier zu tun haben. Für die, die hier neu sind und dich vielleicht nicht kennen. Ja, also der Kollege neben mir, wir haben uns eben hier spontan kennengelernt. Und ich sage, lass uns mal unsere zwei Fahrzeuge vorstellen. Das erste Fahrzeug war jetzt die SMH2 damals in der DDR. Und das ist dazu der Pendant, die SMH3, die etwas größere. Für die, ich sag mal, die schlimmeren Rettungsmaßnahmen. Das Fahrzeug ist auch hier in Mühlhausen gelaufen, ist Erstzulassung Januar 1990. Unser Bernd Schütz ist praktisch mit dem Fahrzeug auch rumgefahren und hat damit Leute von der Straße, vom Sensenmann wieder zurückgeholt, dass der die nicht kriegt. Es sind auch einige Sachen drin, es ist so komplett ausgestattet, aber es sind eben auch einige Sachen individuell in dem Fahrzeug, die eben dann durch die Notärzte in Mühlhausen so konzipiert wurden, und wie die das gerne haben wollten. Aber Maschine ist alles noch original, Wartburg? Ja, die Maschine ist die gleiche Maschine wie in dem, die 46 PS Maschine, 1000 Kubik, Zweitaktmotor. Mit dem Auto bin ich gestern hier in Mühlhausen losgefahren, nach Podelwitz bei Leipzig. Da ist das Barkastreffen, dieses größte Barkastreffen in Deutschland. Und bin vor einer Stunde jetzt wieder angekommen damit. Also das Auto ist von gestern zu heute knapp 500 Kilometer gefahren, auf eigener Achse. Okay, alle warte und läuft ohne Probleme, alles in Ordnung. Wie viele Kilometer hat der mittlerweile runter, wenn du so schon so weite Strecken fährst? Der hat momentan 46.000 Kilometer runter, ob es natürlich der erste Motor noch ist, weil er ist ja wirklich im Rettungsdienst auch noch bewegt worden in den Anfang der 90er Jahre. Das mag ich zu bezweifeln, sicherlich musste da hier und da auch mal was repariert werden, wenn diese Motoren im kalten Zustand eben dann auch immer volle Pulle bewegt wurden. Du hast dir den jetzt einfach auch als Hobby gekauft oder hast du noch einen Zweitwagen, Drittwagen? Ich sehe dich ab und zu ja mal an anderen.